Moin Freunde, wir sind heute auf dem Weg zu einer Location, die eigentlich ziemlich bekannt ist und sich auch schon im Rückbau befindet. Und wir wollen mal schauen, was noch steht. So, jetzt sind wir hier vorne angekommen, bei den eigentlich ersten Gebäuden. Ja, da steht schon mal nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt, da liegen überall die Schuttberge. Ja, wie gesagt, hier kann man dann schon mal sehen, gleich vorne an, die ersten Gebäude sind schon abgerissen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hinten noch irgendwo was steht. Aber es ist halt nach vorne. Eigentlich die Kaserne ist ja ungefähr 1,5 Kilometer im Wald. Ja Freunde, wir sind denn jetzt angekommen hinten an der Kaserne und stellen hier gerade fest, ein paar Kleinigkeiten stehen noch. Hier am Anfang gleich der Hundezwinger, der steht ja nun auch schon Jahrzehnte hier. Da stehen noch ein paar Gebäude. Was aber auffällt, hier rechts ist alles umgewühlt. Hier das erste Gebäude. Ja, ich vermute mal, viel werden wir hier nicht mehr finden. Da ist noch ein Hundezwinger. Hier rechts daneben die Garage. Hier werden wir mal reingehen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Wir waren das erste Mal vor 10 Jahren hier. Da haben wir aber allerdings nur Fotos gemacht. Wie überall die russischen Zeitungen an der Wände. Alter Kohleherd. Hier waren die Nasszellen, aber jetzt sieht aus wie Waschraum. Da waren die Waschbecken drin. Ne? Hier vermute ich mal die Toiletten. Ja, da ist der Anschluss. Ja, so eine Stadt musste natürlich auch ein bisschen versorgt werden mit Waren, und ich würde mal vermuten, da wo wir uns jetzt befinden, war so was wie ein Lager. Da sind auch so eine Art Rampen mit dran. Das hier, ja, keine Sofas, aber irgendwelche anderen Waren gelagert wurden. Vielleicht war das auch die Anlieferung. Da unten jetzt im Keller. Ob hier noch was ist. Das sieht nicht so aus. Oha. Da ist zugemacht. Brauchen wir nicht weiter. Dani wartet. Das
unten eine Tür, aber die ist irgendwie zugenagelt. Ja, hier hinter steht gleich noch so eine Halle. Und hier sieht man richtig, wie eine Rampe dran ist. Also war dann schon so eine Art Lager. Und da drüben rechts ist das alte Café. Da haben wir noch Bilder von 2012. Wenn ich die finde, dann blende ich die mal mit ein. Da sah das noch ein bisschen anders aus. Wenn wir mal reingehen, wenn ihr hier irgendwie andere Stimmen noch hört, wir sind hier nicht alleine, da rennen irgendwie noch ein paar andere Leute rum. Das stört uns jetzt erstmal nicht. Also die Scheiben waren hier alle irgendwie bemalt. Wie gesagt, wenn ich die Fotos finde, blende ich die mal mit ein. Da war das noch alles dran. Mittlerweile alle zerstört. Hier hinten war der Lagerraum mit Küche, würde ich mal behaupten. Hier ist die Durchreiche, wo ich gerade durchfilme. Fenster sind schon komplett zugewachsen hier. Aber ein Fliegengitter ist hier noch dran. Den Abstellkammer. Gastraum war anscheinend ein bisschen abgeteilt. Hier ist nochmal so ein kleineres Ding. Die Ware musste ja auch mal gehoben werden und das wurde dann hier gemacht, was mir mal gerade auffällt. Letztes Mal, wo wir hier waren, war die oben noch ganz. Da war nämlich auch so eine Glasscheibe vor. Ja, wie gesagt, wir waren hier schon ein paar Mal. Wir haben auch schon mal ein Video davon hier hochgeladen. Wir sind jetzt eigentlich nur noch mal hergefahren, weil wir wissen wollten, wie weit der Rückbau ist. Aber ich finde das trotzdem immer noch interessant, wie die Russen halt damals so gelebt haben hier. Und wenn man sich das überlegt, das steht hier mitten im Wald. Hier ist ringsherum nichts, außer diese Kaserne, wo mal ungefähr 10.000 Soldaten stationiert waren. So, hier hinten, hinterm Café oder neben dem Café, stand mal eine Lenin-Figur. Als Relief, so wie die restlichen Platten, liegt euch gleich zeitiger. Hier, wo die freie Stelle ist, stand der Lenin drauf. Hier hat man mal einen ziemlich freien Blick, bekommt man eine Vorstellung, wie viel hier eigentlich mal stand. Hier war alles voll mit Häusern. Hier, wo die kleinen Bäume sind, das war auch alles voll. Wir haben das jetzt hier nochmal irgendwie aufgewühlt, weil die ganzen Rohrleitungen hier noch drin sind und die werden jetzt auch irgendwie entsorgt. Lagen da vorne an der Seite.
Ja, so was holen die hier alles aus der Erde. Ich denke mal auch, das wird von damals sein. Deswegen ist hier nämlich alles umgewühlt. Das muss alles raus. Da haben sie ja noch was vor sich. Hier durch den Wald, wo man hier durchguckt, da steht das Theater. Aber da sind gerade welche irgendwie am Party machen, deswegen gehen wir da jetzt auch ja nicht hin. Und eigentlich sind wir ja auch hier, um eine Bestandsaufnahme zu machen, wie weit der Rückbau da hinten schon ist. Hier vorne steht anscheinend noch alles. Also was so in den letzten Jahren noch stand. Was mich interessiert, ob die Turnhalle noch steht. Die blaue, meinst du jetzt? Hm? Weil hier vorne ist ja die gelbe, die steht noch, die sieht man ja. Die andere. Da hinten ist noch eine, die war blau. Da wollen wir jetzt mal hin. Und dann noch weiter hinten hatten wir aber, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, die Offizierhäuschen, Offiziershäuschen. Ob die noch sind. Aber ich denke mal. Ich denke nicht, dass das noch steht. Abwarten, mal gucken. Wir können ja wetten. Ich wette, ich habe meine Cola gerade ausgetrunken. Ich habe gesagt, dass du sofort Edel bekommst. Ja, weiß ich nicht, weil das letzte Mal, wo wir hier waren, waren sie ganz hinten beim Abreisen. Mal sehen. Ich hoffe, dass sie noch stehen und sah, sie stehen noch. Die sind weg. Und Dani sagt, die sind weg. Na, mal gucken. Ach, und hier sieht man mal, wie weit die Straße eigentlich geht. Also hier führt, kann man hier ungefähr noch einen Kilometer gucken und die Straße hört nicht auf. Da hinten steht allerdings nichts mehr, schon seit Jahren nicht. Da wurde schon mal abgebaut. Ja, wie gesagt, war mal eine Riesenstadt im Wald. Hier drin stand auch mal ein Gebäude, allerdings weiter da vorne. Da werde ich auch noch mal Bilder raussuchen, zeige ich dir noch mal, ist schon weg. Aber ganz wichtig, Häuser abreißen, aber die Verkehrsschilder von damals, die müssen natürlich stehen bleiben. Für die Fußgänger hier, oder weiß ich für wen. Ja, wenn man bedenkt, wir waren das erste Mal 2012 hier, wie viel hier überhaupt noch stand. Und jetzt ist hier erstmal nichts mehr. Wenn man hier rüber guckt, da hinten standen Gebäude mit Arrestzellen. Das haben wir gerade noch geschafft, uns anzuschauen, bevor es dann abgerissen wurde. Hier vorne irgendwo war auch noch ein Brunnen. Ja, stand hier zwischen den Bäumen irgendwie noch. Da haben wir mal Pause gemacht und Kaffee getrunken. Und hinter diesen, wenn man das sieht, da stehen so ein paar Birken. Da ist eine Freifläche, da stand ein Haus. Davor war der Brunnen und hier. Hier gehen wir noch ein Stück, wenn man hier so durchguckt. Da sind mittlerweile auch schon Bäume drauf. Wo die kleinen Bäumchen sind, das ist das gewesen, was Dani gerade meinte. Und davor, kann ich mich noch erinnern, ist ja nur schon 10 Jahre her, lag ein riesengroßer Traktorreifen. Und das war immer so unser Pausenplatz. Da haben wir Dani gesessen und unser Käffchen hier genossen. Ja, wie gesagt. Alles schon länger her und hier dieses Schild stand hier mal. Da steht im Prinzip drauf, dass hier abgerissen wird. Die anderen Gebäude hier hinten stehen auch noch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz ein Jahr durch und gehen dann wieder zurück. Oder? Ja, ich möchte jetzt erstmal hinter gucken. Ja, die Häuser, die ja schon weg sind, ich weiß. Genau. Vielleicht sind sie ja doch noch da. So, jetzt wird es dann langsam interessant. Wir sind jetzt einmal durchgelaufen. Bis jetzt standen die Gebäude hier noch alle. Das ist jetzt
anscheinend erstmal das letzte. Also Dani könnte vielleicht doch recht haben mit den Holzhäusern. Weil da kann man so ein bisschen, wenn man da durchguckt, da stehen schon die Abrissbagger. Und da liegt auch Schutt. Ja, das ist das schöne große Gebäude. Das ist der traurige Rest. Die Mauer steht noch. Mit den Reliefs. Also das ist so ähnlich wie die vorne mit anderen Motiven. Ja, mit dem Stern. Ja, so diese üblichen Propaganda-Dinger. Ja. Jo Leute, was soll ich sagen? Dani hat die Wette gewonnen. Hier hinten ist nichts mehr, auch die Holzhäuser sind weg. Also gehen wir jetzt wieder vor. Die sind hier richtig fleißig, die Jungs, beim Abreißen. Also dreh mich mal ein bisschen hier. Alles weg. Hier hinter standen diese, also mehr so schräg da, diese Holzhäuschen. Da ist alles Freifläche jetzt mittlerweile. Da steht der Bagger. Also wird nicht mehr so lange gehen, dann ist hier alles weg. Das wird dann alles, wie nennen die das immer, renaturiert. Man muss da vorne irgendwo Plätzchen sitzen. Ja, wir suchen jetzt erstmal ein Plätzchen, wo wir sitzen können ein bisschen. Und uns ein Käffchen kochen. Ich habe aber auch Hunger. Und was zu essen auch, haben wir auch bei. Oh, jetzt mal so ein Plätzchen finden. Hier stand mal die Wäscherei. Das war ja jetzt mal. Ja. Die liegt hier, guck mal. Also ein bisschen davon. Hier sind die blauen Fliesen, die da drin waren. Ja, Puzzle, so ist das. Wieder zusammensetzen. Ja, als Puzzle. Nochmal ein kleiner Schmankerl. Und ein Panzer. So, was haben die hier wohl trainiert?
großes Wasserbecken, Panzer, kann man sich wohl denken. Verbindung zwischen Becken und Panzer. Also. Das war bestimmt nicht lustig. So, Dani hat es gerade schon gesagt. Wo kocht man am besten? Am Küchengebäude bzw. am Küchengebäude. So, das machen wir jetzt auch. Ja, hier wird fleißig aufgebaut. Erst gibt es lecker Käffchen. Lass es dir mal schmecken. Guten Appetit. Dankeschön. So Freunde, wir haben dann fertig gegessen. Unser Zeug haben wir wieder halt mitgenommen. Und dann mal noch mal auf dem Weg nach vorne das ein oder andere Gebäude euch zeigen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 19 Uhr. Sind ja noch ein paar Kilometer bis zum Auto. Bis gleich. Ja Freunde, wir haben, wie versprochen, am Anfang vom Video uns nochmal auf den Weg zur Tonhalle gemacht. Und die ist tatsächlich noch da. Da ist sie. Ja. Wie üblich die Toiletten. Also langsam kommt die Decke auch runter. Das war damals noch nicht offen da hinten. Ach, kick mal unseren Teddybär, den haben sie auch übermalt hier schon. Vielleicht kann uns das ja jemand übersetzen. Dann einfach in die Kommentare. So, jetzt sind wir raus aus der Eintonhalle und ein paar Meter gelaufen. Jetzt gehen wir in die nächste. Die wollen wir euch auch noch mal zeigen. Aber guck mal, hier sind echt die meisten Scheiben noch drin. Staunig, ja.
Ja, hier wird ja immer vermutet, dass das eine Schule war. Das ist doch gar nicht so abwegig. Die andere Tonhalle. Hier ist der Boden komplett breit. Da war letztens noch ein anderes Graffiti hinten dran. Ja, ein Schwänchen fehlt. Nochmal ein bisschen Technik. Da drin, ne? Hier wurde denn schon der Fußboden rausgerissen. Sieht man hier. Ein kleiner Podest. Wofür auch immer das. Haben wir hier Vorführungen gemacht? Anscheinend war. Groß genug wäre das. Typischen Wandmalereien. Die hat man früher hier in der Ecke gefunden, aber da hier so viel gesprüht wurde, hat man das da echt schwer. Hier oben ist noch so was. Ja Leute, wir wären jetzt gerne noch ins Theater da gucken gegangen. Aber vielleicht habt ihr das gehört, da sind die Jungs und Mädels immer noch drin. Machen da irgendwie Party oder so, dann werden wir die da nicht stören. Aber das steht jedenfalls noch. So, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Haben jetzt noch einen kleinen Weg vor uns. Wir hoffen aber, euch hat das kleine Video gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Die Liptis on Tour. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.